Schlag sie zurück! Schließ die Reihen! Zeit zu sterben! Nach. Vorwärts! In die Schlacht! Zu Befehl. So. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Zurück durch, mit Männer. Euch! Schlag sie zurück! Sie sind überall! Achtung! Bereit! Und los! Schlagt sie zurück! Die Klonlaufen sind noch geschwächt, das heißt... Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Leicht draufgehen. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Da sollte ich aber auch mit draufhauen. Sie sind überall! Zeit zu sterben! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Laurin ist der Schlag. Auf mein Mir Kommando! Nehmt Glamriks Rune. So. Oh, Zerbos Schutz, die Fechterhose. Schon mal nett. Bogen, Herz, Zerbietenträne und Glamriks Rune. Das ist sie. Sie wird meinen Bruder nie freigeben. Das weiß ich jetzt. Aber er soll mit euch einen würdigen und guten Meister haben. Nun kann ich endlich in Frieden ruhen. Leb wohl, Runenkrieger. Ja. Verschwindet Gurim jetzt? Ich dachte, er würde jetzt verschwinden. Gut, das war... Oh, da ist er verschwunden. Gut. Das war diese Quest. Gut, das heißt nochmal zum Ordenslager. Jetzt haben wir Glamriks Rune. Können wir unsere Kämpferin gegen Glamrik eintauschen fürs Erste. Haben auch einen ganzen Batzen an Erfahrungspunkten gemacht. So, verkaufen wir Zauber und Tant. Zersetzen an dich. Und ja, du bist die... An dich müssen wir verkaufen. Boah, und ich fand das jetzt gerade recht anstrengend wieder. Ach ja, das Herz werde ich auch gleich verkaufen. Weil ich mag den Irrfit nicht wirklich mit der bösen Sache. Ich könnte auch schon gleich das Magierschild schmieden, wenn ich dann wieder in Dings bin. In Empyria. Das nächste Mal. Gut, mal gucken, habe ich sortiert. Ja. Erzmagierring kann weg. Also unter dem Einsiedlerring kann weg. Die können weg. Das kann weg. Eislandhelm kann auch weg. Und die beiden können auch weg. Ab hier können wir behalten. Ja, die Hose kann weg. Rüstungsmäßig haben wir gar nichts aufgesammelt. Ganz ehrlich, von den Schilden können welche weg. Genauso wie von denen. Und von denen brauchen wir auch nur zwei. Waffenmäßig kann der Bogen weg. Zweihandwaffe haben wir gar keine besondere tolle jetzt gefunden.
Das heißt, die Sachen können weg. Ja, von den Sterndolchen kann ich auch mal die Hälfte wegverkaufen. Und von den Myrmidonen reichen auch zwei. So. Gut. Das heißt, wir können jetzt dann theoretisch vom Rabenpass aus nach Kartei. Hier sind wir fertig. Gucken wir uns noch die Sidequests an. Das ist in Empyria. 40 können wir wieder nach Empyria am besten. Also nach Kartei am besten. Die vier Banksiegel, davon haben wir bis jetzt eins. Koboldmünze, ja, Irrfit müssen wir in die Stadt der Seen. Die heiligen Städten reinigen. Das ist das Vermächtnis der Zabinen in den Uhrwerkhain und das ist erst im Dunkelwehrgebirge. Also ja, dann haben wir nichts anderes als nach Kartei zu reisen. Gut. Da steht schon wieder ein mumifizierter Waffenmeister direkt in meiner ehemaligen Base. Das lasse ich mir nicht so einfach auf mir sitzen. Ja. Dich austauschen. Große Klingen und Schlagwaffen und schwere Rüstung. Ja, Rüstung kannst du eh keine tragen. Ja, ein Zwerg mit einer riesigen Axt, warum nicht? Und ringmäßig. Wow, können wir dir so gut wie gar nichts geben. Ja. Kriegst du halt den und den. Ja, gut. Zweite Festung. Und ja, hier ist wieder der Spawn-Bug, dass hier immer noch aus der Höhle, wo die Kartei rausgespawnt sind, immer noch Kartei rausspawnen. Achtung! Zurück mit euch! Achtung! Urias, hilf mal. Mit Urias läuft das viel besser. Bräuchten wir die Kartei gar nicht mal. So, okay.
Dann machen wir es dieses Mal so, wie einer in den Kommentaren empfohlen hat, und besetzen gleich das Menschenmonument und gehen dann erst auf Erkundung ein bisschen. Wir wissen ja so einigermaßen, wo Gegner herkommen und wo wir dicht machen müssen. Ja, hier. Hin. Ach so, der mumifizierte Waffenmeister, der spawnt immer wieder neu. Jetzt kapiert. Er gibt zwar ziemlich keinen Sinn, dass der immer wieder neu spawnt. Gut, gehen wir einfach durch das Tor durch. Und nach Kartei. Ihr Questbuch wurde da. Rabenhaar, du bist zurück. Was dachtest du? Im Gegensatz zu den meisten Männern halte ich meine Versprechen. Schluss mit dem Getändel. Wie ist die Lage, Freund? Sie haben die Belagerung um Kartei verstärkt. Knochenkrieger und Echsen aus dem schwarzen Dschungel. Nachdem du weg warst, Rabenhaar, haben sie die Grenztore geschlossen. Es gibt keinen drinnen mehr für mein Volk. Warte, es gibt doch ein verstecktes Portal zwischen den Felsen, das direkt in die Stadt führt. Das können wir nutzen, um in die Stadt zu kommen. Aber nicht meine Runenheere. Ich kann die Belagerung um Kartei brechen, aber dazu muss ich diese Tore öffnen. Die Grenztore lassen sich nur von der Stadt her öffnen. Von hier aus kommt ihr nicht hinein. Dann muss ich mit euch durch dieses versteckte Portal in die Stadt reisen und die Tore von innen öffnen. Aber zuerst brauche ich ein Heer. Ja, zum Glück gibt es direkt unter uns einen Runenmonument. So, Erfahrungspunkte erhalten. Quest, die Kinder des Windes. Also wir haben. Das sind Sensenläufer. Sie sind sehr stark, aber anfällig gegen Bezauberung. Zurück mit euch! Ja. Kinder des Windes. Ihr habt Kartei erreicht. Wenn die Kartei schon aus der Stadt geflohen sind, dann sollten wir Vorsicht! Das auch tun. Wollt ihr schon wieder davonlaufen? Zum Schutze aller Völker müssen wir die Untoten zurückschlagen. Koste es, was es wolle. Klingt wie berühmte letzte Worte. So ist der Weg meines Ordens. Ja, ich lasse es euch aufs Grab schreiben. Hier ruht Urias, erschlagen von seiner eigenen Dummheit. Ja, wenn sie nur wüsste.
Okay, neue Baupläne. Und neue Runen. Baupläne. Steinwiederhaus brauche ich bei den Zwergen. Du kommst da hinten hin. Und das Steinwiederhaus dahin. So, dann lassen wir die Spiele beginnen.